Hallo und herzlich willkommen beim Immobilientagebuch. Ja, die Wohnungsnot in den Großstädten und Metropolregionen wird immer größer. Daher habe ich jetzt in diesem Video das Thema Wohnungsnot und deren Lösungsmöglichkeiten. Seid gespannt, mehr dazu nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen beim Immobilientagebuch. Mein Name ist Jacqueline Hartmann. Wie ich bereits im Vorspann erwähnt habe, geht es in diesem Video um Wohnungsnot und dann eben insbesondere deren Lösungsmöglichkeiten. Denn wir haben ja in den Großstädten, in den Metropolregionen eine Situation, die Wohnungsnot wird immer größer. Ich kann es jetzt nur in meiner Betrachtung aus Berlin heraus berichten. Ich bekomme, ich will nicht sagen pro Tag, aber ich bekomme wirklich in der Woche eine Vielzahl von Anfragen von Menschen, die in Berlin dringend eine Wohnung suchen. Und das, was halt eben auch das Phänomen ist, dass mittlerweile das Wohnungsthema, die Wohnungssuche nicht nur eine Sache ist, die so ja, die Geringverdiener betrifft, denn es betrifft auch, ja, alle Einkommensschichten, also selbst auch, wo man so denkt, naja, ein Gutverdiener, für den wird es ja kein Problem sein, eine Wohnung zu finden. Ja, auch für diese Einkommensschichten ist es wirklich zum großen Problem geworden, eine Wohnung zu finden. Deswegen bekomme ich eben auch dann die Anrufe. Mir tut es dann immer auch leid, weil man eben auch diesen Anfragen gar nicht gerecht werden kann und auch gar nicht nachgehen kann. Aber man unterhält sich halt dann doch immer irgendwie mit den Leuten und dann hört man halt eben Geschichten, wo wirklich Bedarf da ist, aber man dann einfach nicht helfen kann. So, aber jetzt geht es ja in dem Video um Lösungsmöglichkeiten. Und ich habe mal so 5 Punkte, wo ich dachte, da gehe ich mal drauf ein, was Lösungen für das Problem sein könnten. Gerade interessanterweise kam heute ein Artikel, verlinke euch das mal, beziehungsweise blende euch das mal kurz ein. Und zwar geht es dabei um Aufstockung in Berlin. Wenn ihr mögt, geht mal auf den Link, wenn es euch interessiert. Ist so ein bisschen detailliert aufgeführt. In der Studie wurde festgestellt, dass wir in Berlin durch reine Aufstockung bis zu 8000 Wohnungen dem Wohnungsmarkt in Berlin zur Verfügung stellen könnten. Das wären dann insgesamt eine Wohnfläche auch bis zu 410.000 Quadratmetern Wohnfläche. Das ist natürlich jetzt für viele nicht ganz greifbar. Und da muss ich auch dazu sagen, die haben da sehr konservativ gerechnet. Also die haben wirklich tatsächlich einfach gesagt, pro Objekt maximal ein Stockwerk, also nichts Abenteuerliches mit mehreren Geschossen, dass das dann in Richtung Hochhaus hineingeht, sondern wirklich haben die eben Dächer genommen, wo man sagt, man könnte zumindest dort entweder ein Geschoss aufstocken, ausbauen, wie auch immer. Und dort würde man dann eben auch nochmal genügend Wohnungen schaffen können, die man dann den ausgehungerten Berliner Immobilienmarkt zur Verfügung stellen könnte. Natürlich werden jetzt einige sagen, naja, wenn dann sowas ausgebaut wird, dann ist das ja sehr teuer und das können sich ja nur die leisten, die ein gutes Einkommen haben. Punkt 1, man hat überhaupt erstmal wieder wo für Wohnraum gesorgt. Punkt 2 ist, selbst wenn die Leute dort einziehen, die es sich leisten können, im Idealfall schon in Berlin eine Wohnung haben, ziehen die dann in diese neue Wohnung ein und es wird ja dann dadurch auch wieder eine Wohnung frei, die dann eben vielleicht jemand anders dann mieten kann, der dringend eine Wohnung sucht. Also wo einfach dann wieder so ein Kreislauf angestoßen wird. Ne? Also ich meine, ja klar, wer will denn nicht in einer schönen Wohnung leben? Aber dann gehen halt die dann, ja, klingt halt ein bisschen blöd jetzt, aber ist halt einfach so, die ziehen dann meinetwegen dann in so eine Dachgeschosswohnung, machen dann eben eine Wohnung dann, die vielleicht vorher in der ersten Etage war, machen die frei, aber ja, denen ist geholfen und den Leuten, die halt dringend eine Wohnung suchen, ist auch geholfen.
Problem ist halt nur wiederum in Berlin momentan, das sagt eben auch die Studie, dass man eben dort mit dem Baurecht auch dringend, also müsste dringend reformiert werden. Ne? Das knüpft ja immer so ein bisschen an mein letztes Video und das davor gelagerte Video. Ne? Also Baurecht, also wenn man hier in Berlin einen Bauantrag stellt für den Ausbau oder Aufstockung eines Dachgeschosses, das ist seit ein paar Jahren heftig. Mittlerweile agieren insbesondere in Berlin die Berliner Bauämter mehr als Verhinderer, als dass man sagt, kannst du machen, weil da geht es dann los, du musst einen Fahrstuhl bauen, wobei das ist noch das geringste Übel, Brandschutz, Fluchtwege, weil ja immer dann auch, muss man auch dort selbst die Bauämter Ideologie getrieben, ja dann immer im Hinterkopf haben, es könnte ja eine Sache sein, was irgendwie mit Luxusbau zu tun hat, ja. Also man konnte früher mal auch solche Sachen genehmigt bekommen, wie sogenannte Aufdachterrassen, die dann nochmal oben eine wunderschöne Aufdachterrasse, natürlich ist das Luxus, aber das gibt es in Berlin schon lange nicht mehr. Also eine Baugenehmigung für eine Aufstockung, für eine Dachgeschosswohnung zu erwirken, ist wirklich seit ein paar Jahren richtig, richtig schwierig geworden. Das war deutlich einfacher gewesen. Also da müsste man definitiv ran, das Verschlanken, das Vereinfachen, dass man eben wirklich vielleicht in der Lage ist, da wirklich auch 8000 Wohnungen aufzustocken, zu bauen und dann eben auch dann den Markt zur Verfügung zu stellen. So. Und dann Punkt 2, und das hatte ich auch schon mal in einem Video erwähnt, da hatte ich eben erwähnt, dass man den sozialen Wohnungsbau aufgegeben hat. Da wäre mein Vorschlag an der Stelle, ja, dann greift doch den sozialen Wohnungsbau wieder auf. Einerseits öffentlich gefördert, also für den öffentlichen, ne, damit meine ich jetzt eben Wohnungsbaugesellschaften, städtische Wohnungsbaugesellschaften, aber eben auch den sozialen Wohnungsbau für die private Wohnungswirtschaft. Hat jahrelang wunderbar funktioniert. Natürlich würde man wieder sagen, ja, da werden ja dann wieder Privatleuten Finanzspritzen gegeben und so weiter und so fort. Ja, aber warum denn nicht? Das war gängige Praxis. Und ich glaube, wenn man das auch mal ganz spitz mit dem Bleistift durchrechnet, ist es besser, lieber dann so einem Bauherrn zinsgünstige Darlehen zur Verfügung zu stellen, dass er eben dann sanieren kann, beziehungsweise auch noch vielleicht Fördermöglichkeiten, als dass dann die Leute entweder aus einem eigenen Portemonnaie teure Miete zahlen müssen oder dann eben, dass man es dann eben über das Wohngeld dann über die dort letztendlich irgendwo aus irgendeiner Richtung kommt das Geld so oder so, weil so habe ich wenigstens die Möglichkeit zu sagen, durch den sozialen Wohnungsbau, ich rede jetzt wirklich bewusst vom privaten Eigentümer, der sagt, ich will ein Haus bauen, sanieren, erhält ein zinsgünstiges Darlehen, bekommt von mir aus gerne noch Fördermittel dazu, aber was war auch das Instrument des sozialen Wohnungsbau, der hatte dann eben aber auch Verträge. Verträge in der Form, dass er dann eben wirklich meist dann wirklich zwischen 20, 30 Jahre dran gebunden war, eben auch nur Mieten für einen gewissen Preis anzubieten. Ne? Also hatte ich ja schon mal erwähnt, wir hatten eine lange Zeit, das ging mal los, 3,50 Euro. Aber so, dass man sagt, irgendwo vielleicht eine leistbare Miete, 7 Euro, also ist durchaus vorstellbar, ja, und dann kann man, wie gesagt, dann, ist auch noch ein Instrument, dass die Bezirke dann noch ein Belegungsrecht haben von diversen Wohnungen, wobei das sehe ich wiederum ein bisschen kritisch, aber mein Vorschlag wäre sozialer Wohnungsbau, zinsgünstige Darlehen, Fördermittel, im Gegenzug müssen Verträge geschlossen werden, wo dann eben auch wirklich der Eigentümer ganz klar gesagt wird, du darfst eben dann innerhalb von 20 Jahren die Wohnungen nur zum Preis X vermieten, beziehungsweise darfst die dann eventuell auch in einem gewissen Rahmen und so viel pro
Prozent Euro anheben. So, ich finde, das ist sehr überlegenswert und ich glaube, da könnte man auch einige dazu motivieren, dass man auch Investoren wieder begeistern kann, wieder zu sanieren, zu bauen und so weiter. Ne? Und hat ja auch wirklich Jahrzehnte gut funktioniert. Also war in Ordnung. So, dann komme ich zum Punkt 3. Das knüpft so ein bisschen an den Punkt 2, sozialer Wohnungsbau. Und zwar, dass man den Leuten Grundstücke anbietet. Zwar städtische Grundstücke zu einem vergünstigten Preis. Ne? Dass man eben sagt, ihr bekommt dann eben, wenn ihr das Grundstück kauft, bekommt ihr es dann eben deutlich unter Marktwert. Habt dann aber eben auch eine Verpflichtung wiederum, ihr müsst bauen, also eine Bauverpflichtung. Zweitens meinetwegen auch, dass man sagt, ihr habt eine Mietpreisbindung für eine gewisse Zeit, meinetwegen auch 20 Jahre. Was ist die Folge? Wenn ich ein Grundstück kaufe, habe ich natürlich auch weniger Kosten, weil es gibt hier Lagen in Berlin, da zahlst du nur für das Grundstück um die 15.000 Euro pro Quadratmeter. 15.000 Euro pro Quadratmeter in Berlin. Weil wird mit Sicherheit auch noch Teile geben, wo es teurer ist. Das heißt, auch das ist ja schon mal, wenn ich baue, ist das ja schon mal ein riesiger Kostenfaktor, der Erwerb des Grundstückes. Also wenn ich das irgendwo dann eindampfe und sage, gewisse Grundstücke, die dem Land Berlin meinetwegen noch gehören oder die einer Kommune gehören, gebe ich auf den Markt, ne, zum freien Verkauf in einer Art Ausschreibungsverfahren, wo jeder dann eben der interessierte Investor auch ein Konzept vorstellen muss. So, und dann wird eben unter Auflagen das Ganze dann verkauft und dann eben auch begleitet. Auch das ist keine neue Erfindung. Ich kenne es nur im Moment nicht. Wäre ein möglicher Lösungspunkt. So, dann hätten wir noch einen vierten Punkt, dass man dann eben, sage ich eigentlich ungern, aber kleinere Wohnungen baut. Dass man eben wirklich der Vielzahl der Wohnungen dort eben auch gerecht wird. In den, ich sag mal, jetzt in den letzten 20 Jahren hatten wir ja eher eine Situation, wir sind aus einer Richtung gekommen, vom kleinen Wohnraum zum großen Wohnraum. Also das Bedürfnis der Menschen hatte sich ja komplett verändert. Die Leute wollten wieder großzügiger leben und mehr Wohnfläche, mehr Lebensraum, was ich total verstehen kann. Ich meine, wer wohnt nicht gerne auf einer 100 Quadratmeter Wohnung, aber wenn ich halt jetzt in einer Großstadt wohne und ich bin alleine, kann ich ja nicht den Anspruch haben, dass ich vielleicht auf 100 Quadratmetern residiere. Geht dann halt einfach leider nicht. Da müssen es dann vielleicht einfach auch mal 40 Quadratmeter machen. Oder dann, ne, also dass man eben wirklich sagt, man baut kleinere Wohnungen, dadurch mehr Wohnungen, dass man das dann dem Markt zur Verfügung stellt. Das wäre eine Wohnungsmöglichkeit, um der Wohnungsnot entgegenzuwirken. Und dann noch was, das wird immer mal wieder gesagt und das greifen auch ganz gern unsere ideologiegetriebenen politischen Kräfte, ohne da jetzt direkt Parteien zu nennen, ne? Also keine Namen nennen, tragen halt meistens immer gern grüne Kleidung. Schlechter Scherz am Rande. Wohnungstausch. Also ne, es gab mal immer wieder auch Vorschläge, selbst von Immobilienbörsen, die dann gesagt haben, ja, wir machen eine Börse, wo dann eben dann Interessierte dann eben in so einer Tauschbörse ihre Wohnung tauschen können. Problem ist halt hier, es fehlt im Moment dazu die Gesetzesgrundlage. Ne? Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, ja gut, ihr könnt jetzt eine Wohnung tauschen, weil das wäre dann eine illegale Untervermietung und das geht so dann nicht. Was ist damit gemeint? Ich meine, ich finde den Gedanken gar nicht so abwegig, weil was ist denn im Moment, das ist das Problem.
der Kreislauf funktioniert im Moment nicht. Das heißt, Kreislauf bedeutet, meine ich eben damit, ne, wir wachsen heran und wir sind Single, machen eine Ausbildung, studieren. Da brauchen wir dann eben vielleicht eine kleine Wohnung. Da reicht es dann erstmal als Single-Dasein. So. Dann kommen wir ja irgendwann in die Lebensphase, wo wir dann vielleicht auch Familiengründung haben. Ja, also dann eben Familie mit Kind oder mehreren Kindern. So. Und die wollen ja dann in der Regel eine größere Wohnung haben. So. Und das heißt, dann die werden älter, die nächste Lebensphase ist eben Kinder aus dem Haus, ich bin dann nur noch alleine mit dem Ehepartner, so in meiner großen Wohnung und dann in einer weiteren Lebensphase stirbt dann auch vielleicht der Ehepartner. Also gerade hier in Berlin gibt es ganz, ganz viele ältere Leute, die dann wirklich zum Teil ganz alleine in einer 150 Quadratmeter Wohnung leben und dann das andere extrem junge Familien, auch das ist Realität, die dann eben Familien mit zwei Kindern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung leben. Das heißt, die Kinder sind dann im Schlafzimmer zu zweit, die Eltern schlafen im Wohnzimmer. So, weil, warum funktioniert es nicht? Weil, nehmen wir jetzt mal eben die älteren Mieter, die dann eben alleine sind auf einer 150 Quadratmeter Wohnung. Das Problem ist halt einfach, die finden keine Wohnung, beziehungsweise dann eben würden dann genau die gleiche Miete zahlen, wie sie aktuell in ihrer großen Wohnung zahlen. So, das heißt, die bleiben natürlich dann da drin, kündigen nicht, auch wenn die Wohnung viel zu groß ist. Und Umkehrschluss ist dann eben, weil solche großen Wohnungen nicht frei werden, stehen die dann eben den Familien nicht zur Verfügung, die dann dringend. Eigentlich müsste es so sein, dass eben der Ältere dann wieder in so eine kleinere Wohnung gehen könnte, in die Zwei-Zimmer-Wohnung, weil dem das dann einfach auch ausreicht, weil er nicht mehr so viel Lebensraum dann benötigt. Und die Familie kann dann eben in die 150 Quadratmeter Wohnung ziehen. Das funktioniert im Moment. Also dieser natürliche Kreislauf ist halt wirklich seit ein paar Jahren durchbrochen. Daher wäre die Idee mit dieser Wohnungsbörse, diesem Wohnungstausch gar nicht so schlecht. Ist leider von der Gesetzeslage her so in der Form noch nicht möglich. Schauen wir mal. Aber das wären jetzt mal die fünf Lösungsansätze, die ich mir, wo ich so denke, dass man dort, wenn man da wirklich ernsthaft rangeht, auch die Wohnungsnot in den Großstädten bekämpfen könnte. Und vor allen Dingen, man muss sich ja auch mal Folgendes vorstellen. Die Wohnungsnot, da rede ich jetzt noch nicht mal von Leuten. Also die Wohnungsnot ist nicht entstanden durch diese Flüchtlingswellen. Das ist ja nochmal ein zusätzlicher Effekt. Das kommt ja noch verschärfend hinzu. Nein, wir haben wirklich Leute, wenn man nur auch selbst, wenn man die Flüchtlingsströme beiseite lässt, haben wir schon allein durch die Leute, die in den Großstädten Wohnungen suchen, die nicht unbedingt einen, die auf Flüchtlingsbewegungen zurückzuführen sind. Ja? Und das kommt ja noch erschwerend jetzt hinzu, dass wir dann eben Leute haben, die dann eben nach Deutschland kommen, auch nach Wohnraum nachfragen, die wir dann unterbringen müssen. Einen Punkt habe ich noch vergessen. Haha, bevor ich ihn ganz vergesse. Auch, dass man sollte drüber nachdenken, vielleicht dann eben auch den Umbau von Büro- und Ladenflächen. Ich meine, der Einzelhandel verschwindet. Wir bestellen alle im Internet, dass man eben auch solche Ladenflächen zu Wohnungen umbaut. Ich muss es halt auch so sagen, auch die Krise aktuell, selbst wenn ich hier durch Berlin gehe, sehe ich immer mehr leerstehende Ladenflächen, die keinen Nachmieter finden, weil dann eben das Geschäft aufgegeben wurde durch Corona, durch die Ukraine-Krise im Moment. Ja, dann wäre es doch schlau, diese Einheiten zu Wohnraum umzubauen. Also, wobei auch da wieder behördliche Sachen eine Rolle spielen. Und also muss man eine sogenannte Umwidmung vornehmen. Also ich finde, da sollte man dann auch kreativ sein. Es gibt auch zum Beispiel Ideen, von leerstehenden Parkhäusern, dass man eben auch diese Parkhäuser umbaut zu Wohnraum. Auch da wieder Problem, Baurecht,
ne, weil diese Parkhäuser sind ja nicht gebaut, ausgelegt, dass man jetzt dort Wohnungen baut, aber man könnte auch da, wenn man eben geschickt und schlau vorgeht und dann eben, ich sag mal, im Baurecht, ich will ja nicht sagen, dass man jetzt hier wilde Sachen veranstalten soll, aber einfach Flexibilität in so einer angespannten Zeit dann auch zeigt und sagt, ja, dann wir genehmigen das und da gibt es ja durch Material, durch Innovation, Ideen, ganz viele Möglichkeiten, von mir aus auch so ein Parkhaus zu einem Wohnhaus umzubauen. Ja, warum denn nicht? Wenn es dazu beiträgt, Lösungen zu finden, ja, dann bitte gerne. Ist meine Sicht der Dinge. Aber ihr könnt ja gerne auch mal dazu schreiben, wie ihr die Sache seht. So, da wäre ich jetzt wirklich auch am Ende mit meinen Vorschlägen. Wie gesagt, bitte gerne mal unten in den Kommentaren könnt ihr mal. Ja, würde mich wirklich mal interessieren. Vielleicht habt ihr ganz andere Ideen. Ja, ich verabschiede mich schon. Das war's dann für dieses Video. Wie immer an der Stelle, meine Bitte, abonniert meinen Kanal. Es kostet euch nichts, außer mal 2 Sekunden, das da zu drücken. Das heißt, ihr unterstützt mich dadurch, weil auch daran sehe ich, dass das, was ich mache, auch damit. Ja, nicht honoriert, aber gewürdigt wird, weil honoriert, dafür ist mein Kanal einfach noch zu klein. Ich würde es wirklich gerne und habe da auch Freude dran und will das auch gerne weiter nach vorne bringen. Gefällt mir oder drückt bitte auch den Gefällt mir-Button und auch das Glöckchen. Das heißt, ihr werdet dann informiert, wenn es wieder ein neues Video gibt. So, das war es dann wirklich für heute. Alles Gute und wir sehen uns dann im nächsten Video.